MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. So, hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge MLB The Show 17 auf der PlayStation 4. Und die erste Folge unserer Franchise, die wir spielen wollen. Mal gucken. Ich werde jetzt nicht versprechen, dass die Serie hier über 90 Folgen geht oder so ein Driss, aber solange wie es uns Spaß macht. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir wählen die Boston Red Sox. Ich kann da dann doch nicht aus meiner Haut. Und wir sehen dann beim Ranking auf der rechten Seite auf Platz 2 bei Contact, also Small Ball, 21. Power, das ist ja weniger gut. 8. Pitching, ja, mit Price und Crimble oder so, denn den Closer haben sie, oder ja. Das wird schon. Wo sind denn eigentlich die? Ja, ich bin gespannt. So, also, Boston Red Sox, ole ole. Was haben wir denn hier? GM-Contracts. GM-Contracts sind 3 Jahre lang und basieren auf deiner Team-Performance. Wenn es ausgeschaltet ist, bleibst du beim Team. Ja, machen wir mal on. Fantasy Draft, nein. Legenden als Free Agents, nein. CPU Roster Control, nee, warte mal. Ignore Budgets, nein. Forced Trades off. Designated Hitter, Auto. Jau. So machen wir es. Was haben wir hier? Coaching Tasks, Set Lineup and Rotations, Injury Management, Scouting and Drafting, Hire Staff. Nö, so viel will ich jetzt gar nicht machen hier. Was ist das denn? Auto Manage. Sehr schön. Man kann alles Auto managen. Scouting and Drafting. Hier will ich ein bisschen was manuell machen. Kann man auch Dingsbums, ja, Regular Season, ne? Spring Training tun wir uns nicht an. Bin gespannt, ob man auch sagen kann, was man genau machen will, weil alles wollte ich eigentlich nicht, aber traden wäre schon ganz nice. Kann man hier eigentlich Free Agents, Transaction, Trades. Make Trade. Finde ich gut. Red Sox All. Ich will mal bei den Angels vorbeischauen und Mike Trout würde mich dann doch schon reizen. So, wie können wir das, wie kriegen wir das realisiert? Also, hier sehen wir Chris Sale, ne, super Starting Pitcher, Mookie Betts, ein Right Fielder, der hat sich richtig gemacht die letzten Jahre. David Price, auch ein sehr starker Starting Pitcher. Dustin Pedroia kommt in die Jahre, aber natürlich auch immer noch sehr gut im Feld. Und auch am Schlag. Kimbrel ist der Close-Up, über den ich gerade gesprochen habe. Auch sehr ordentlicher Pitcher. Rick Porcello, auch ein anständiger Pitcher. Xander Bogaerts, Shortstop, sehr talentierter Bursche, hat sich ausgezeichnet entwickelt. Den würde ich nur ungern hergeben würde. Carson Smith, Relief-Pitcher. Ja. Hanley Ramirez. Auch nicht mehr der Jüngste, aber der bringt halt ein bisschen Erfahrung rein hier auf der First Base. Spielt der auf der First Base? Ich sehe den mal im Outfield, oder? Oh ja, Pomeranz ist, den vertue ich mich, das ist auch ein Pitcher. Jackie Bradley Jr., auch relativ jung noch mit 26 und auch schon richtig gute Entwicklung genommen. Centerfielder, wo ist denn Tyler Thornburg, sagt mir jetzt nichts als Relief-Pitcher. Rodriguez, den haben sie neu geholt, auch mit 23 noch richtig jung. B-Potenzial, aha. Hier, den meine ich. Benintendi. Auch hier, Potenzial A, 22 Jahre jung, Left-Fielder. Ist, soweit ich das jetzt verfolgt habe, in Wirklichkeit richtig ordentlich in die Saison gekommen. Wir benutzen übrigens gerade Live-Roster. Steven Wright, ja, Castillo.
Ja, Blake Swire, das ist ein Catcher. Auch den hatten wir im, ich glaube, Out of the Park Baseball Manager mit vielleicht Brooke Holt, ja. Mit, vielleicht sehen wir, wir haben noch einen Sandy Leon. Wir haben noch einen anderen Catcher, wenn wir ihn denn noch haben. Ja, Sandoval ist einer, den ich nach Möglichkeit direkt abgeben wollen würde. Müsste auch eigentlich einen dicken Vertrag haben. Chris Young mit 33, auch nie mehr da, wo er hin will. Ja, Christian Vasquez. Oh, der ist aber mit 26 auf B runter. Ist ebenfalls, das ist der Catcher, den ich meinte. Also, dann hat der Catcher hier tatsächlich gewonnen hier. Der gute, ne? Sandy Leon übrigens auch eine ordentliche Saison bisher, aber Blake Swihart würde ich dann schon bevorzugen und ihn versuchen zu fördern. Okay. Was mache ich überhaupt? Ich suche einen Centerfielder, ne? Wie kann man das? Aha, okay. Also, sie würden es wahrscheinlich, also hier so ein Suggested Trade, also empfohlen. Chris Sale als Pitcher, Jackie Bradley Jr. und Matt Dominguez als Third Baseman. Das ist ein bisschen viel. Darauf haben wir nicht so die Böcke. Ich wollte ja auch einfach nur mal gucken. Ja, allgemein wollte ich jetzt mit euch hier einfach mal gucken. Ja, wie kann man eigentlich, man kann gar nicht so Spieler suchen, ne? Ja, wie das mit dem Trading so auf sich oder abgeht. Was brauchen wir überhaupt? Right Field? Da können wir irgendwie die Startaufstellung uns mal angucken. Ja, hier, Manage Roster, das wollen wir. Pitcher, Pitcher, Pitcher. Starting Pitcher, Relief, Closing, Catcher. Swihart, Blake Swihart, der spielt sogar richtig. Ist das die Sortierung, wie sie dann tatsächlich sein soll, oder wie läuft das jetzt? Sort, Release, Edit, Move to Triple. Nein. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt hier einstellt. Oder ob man hier einfach nur eine Manage Roster. Auto, immer gut. Lineups wäre wahrscheinlich. Nein, ja, das ist die Betting Order. Also mit Pedroia, Bogaerts und Betts kommen da richtig starke Jungs schon. Henry Ramirez, Bradley Jr., Blake Swihart. Ja, der ist ja, der muss noch genauso wie Benintendi. Spricht man den so aus? Müssen die natürlich hier, ne? Noch Dingsbumsen hier. Wofür steht das R? Für Rookie oder? Oh, gebancht in Leon, Holt, Young und Castillo. Pitching Rotation. Automatisch. Komm, wir machen alles automatisch. Kann ich Training automatisch machen? Auto Pitching Coach. Ja, sehr gut. Moral, alles automatisch. So, Free Agents. Nein. Aber hier die Draft Scouting. Genau. Scouting muss automatisch sein. Ja, das sind hier Top Prospects. Join Moncada. Ja, richtig stark. War der nicht auch mal bei den Red Sox? Können wir doch gucken, oder? Ah, guck mal hier, das sind hier Speedstar. Has Elite Running Speed. Cool. Okay, die Moral und was sie beeinflusst. Twitter, gar nichts. Contract. Ja, siehst du, der war nämlich mal bei den Red Sox. Aber konnte da anscheinend nicht so überzeugen. Oder man hat ihn halt, ja, gut getradet. Also die Sox hier, ne? Mit Moncada und Giolito und Ray Graham. Direkt mal hier, wobei der ist noch in der Triple-A. Direkt mal ein sehr interessanter Spieler. Sehr talentiertes Team. Ronaldo Lopez. Nicht schlecht. Upsi. So, können wir da irgendwie über ein abgreifen? Ein Shortstop. Shortstop ist Bogaerts bei uns. Das wäre Unsinn. Right Field. Ah, der spielt schon MLB. Ist auch nicht so tricky, glaube ich. Ich wollte ja sowieso gucken, was wir überhaupt brauchen.
Right Field, so auf den ersten Blick, ne? Gucken wir nochmal durch. Also bei den Pitchern würde ich nichts machen. Hier würde ich ganz klar auf Blake Swihart gehen und Sandy Leon, falls irgendwie was schief läuft. Das passt. Das ist schon hübsch. First Baseman, Hanley Ramirez. Also auf der First Base sehe ich Bedarf. Früher oder später. Da sehe ich Bedarf. Ist auch hier, Purcell ist nicht schlecht, aber oh, auch schon 72er Overall. Wenn das Potenzial noch A wäre, wäre da einer. Gucken auf der Second Base mit Pedroia. Ja, wie gesagt, der kommt auch in die Jahre. Aber Brooke Holt, ja, das ist nicht so hässlich. Als Nachrücker vielleicht noch John Harris. Ja, hier, Fernando Torres. Ein bisschen anders geschrieben. So, Third Baseman, Pablo Sandoval. Also auf der Third Base haben wir Bedarf. Matt Dominguez könnte einer sein. Ja. Aber auf der Third würde ich da vielleicht... Ja, hier ist natürlich Xander Bogaerts. Eine absolute Waffe. Auch schon 85er Bewertung, Potenzial A. Beast. Left Field kann man ruhig den Benintendi drauflassen, finde ich. Potenzial A, da muss man einfach Vertrauen haben. Ist das denn jetzt die Rookie-Saison dann? Ja, er hat ja schon in der abgelaufenen Saison gespielt. Die Frage, wofür Rally Monkey performs better when team is... Also wenn das... Sehr schöner Badge. Spielt besser, wenn das Team hinten liegt. Ich weiß nicht, wofür das R steht. Wenn ihr es wisst, haut mal raus. Würde mich interessieren. Gut, also Left Field haben wir auch kein Problem. Third Base haben wir im Kopf behalten. Ne? Center Field ist mit Jackie Bradley Jr. auch alles tutti. Alles tutti, da kannst du nicht meckern. Chris Young auch mit 33 durchaus noch ein Ersatz. Danach wird es eng. Also so ein richtiger Nachrücker haben wir nicht, aber Jackie Bradley spielt locker noch 4, 5, 6 Jahre. Mookie Betts, auch da brauchen wir gar nicht groß gucken. Right Field ist alles schön. Also, Third Base fand ich kacke. Also, Third Base wäre durchaus etwas, entweder wir lassen Matt Dominguez spielen, ja, aber der ist auch schon 27, schon, ja, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Oder wir gucken da, ob wir noch irgendwie was auf der Third Base tatsächlich bekommen. Am liebsten wäre mir natürlich, ja, jeder, der mich kennt, weiß es, wenn wir hier bei den Prospects mal irgendwie Hunter Dozier. Der ist cool. Auch schon 25, aber Hunter Dozier, Player Card. Ein bisschen wenig Power. Im Feld in Ordnung. Auch ey, ist nicht so der Better. Wer haben wir noch? Rio Ruiz. Hört mich jetzt auch nicht an, aber der ist 22. Also der hat noch Platz zu wachsen. Vision 61. Contact 61 gegen Right-Hander. Und er spielt in der AAA. Renato Nunes. 62 Power. Also Hunter Dozier finde ich gar nicht mal schlecht. Aber ganz ehrlich, gehen wir doch lieber bei den Braves gucken und gucken wegen Rio Ruiz. Weil der hat schon echt hübsche Fielding-Werte. Der ist auch nicht schlecht hier, der Bub. 24, aber Rio Ruiz, Braves, Third Baseman, AAA. Dass man aus der Dings nicht direkt hat rausdingsbumsen können, finde ich schade. Was habe ich gesagt? Braves, ne? Braves, Third Base. Top 50 Prospects, da ist er. Potenzial A. So, was wollen die denn haben? Carson Smith, Marco Hernandez und Brooke Holt. Finde ich ein bisschen hart.
Ich meine, ich habe kein Problem damit, Brock Holt abzugeben, aber Carson Smith? Weil das ist ein Relief-Pitcher, ne? Second Base. Ja, das ist eigentlich, also da wird Pedroia weiterspielen. Gar keine Frage. Das ist gar keine Frage. Was war hier denn? Warte mal. Marco Hernandez ist ein, ja, können sie auch haben. Was mir nicht so gefällt, ist Carson Smith. Das gefällt mir nicht. Ja, den könnte ich verkraften hier. Aber sie sagen, interessant, aber nicht das, was wir uns vorstellen. Freddie Freeman ist natürlich übertrieben. Vielleicht noch irgendwie einen. Oh nein, scheiße. Matt Kemp. Vielleicht noch irgendwie einen weiteren Prospect. Hier. Das könnte ich mir vorstellen. Und wo ist Closing Pitcher? Klar. So. Finden Sie nicht ganz so gut, ne? Nee, nicht ganz. Hä? Nee, das ist noch das Alte, ne? Wie kriege ich jetzt hier den Mist runter? Ja, verstehe ich ja. Ist ja gut. Den Closer würde ich gerne noch mitnehmen. Weiß nicht warum, aber der ist mit 18 Jahren schon sehr weit. Na, so. Was denkt ihr? Ist das nicht ein Pitch, wo ihr sagt, ole ole? Marco Hernandez, Brock Holt. So, brauche ich beide nicht. Hernandez ist ein guter Nachwuchsspieler, aber ne, Xander Bogaerts ist da vor ihm. Das ist lächerlich. Pedroia auf der Second Base, da kommt Holt nicht dran vorbei und 2,3 Millionen Vertrag. Tyler Thornburg, das ist ein bisschen. Aber habe ich Bock drauf irgendwie? Ich weiß nicht warum. Wollt ihr nicht? Warum wollt ihr das nicht? Ich glaube, wir müssen erstmal hier unsere Spieler rausnehmen. Bevor wir. So, pass mal auf. John Harris, Second Base. Phil Royer, Starting Pitcher und Carson Smith. Ja, finde ich gut. Habe ich gar kein Problem mit. Warum wollen die jetzt Holt nicht mehr haben? Carson Smith, wie gesagt, ist ein bisschen ärgerlich, 84er, aber dafür zwei durchaus talentierte, ein Closing Pitcher und ein Third Baseman. Ja, ich akzeptiere auch. So, das hat doch schon mal Spaß gemacht. Das hat doch schon mal Spaß gemacht. Und weil wir so frei sind, würde ich jetzt auch gerne wissen. Mitch Moreland? Mitch Moreland? Jackie Bradley, Xander. Third Base. Sandoval. Ich mag Sandoval nicht. So leid es mir tut. Rio Ruiz wird direkt hier ins kalte Wasser geworfen, oder? Was denkt ihr? Habe ich Bock drauf? Habe ich irgendwie richtig Fetz drauf? So. Brooke Holt. Versus Left-Handed-Pitcher designated. Nein, wir brauchen Brock auch nicht. Ups. Na doch, passt. Der Junge kriegt hier volles Vertrauen hier. Ha, freu mich. So. Trade accepted. Looks like Braves have finally agreed to. Ja, ist richtig. Ist richtig. So. Ja, aber ich weiß immer noch nicht so genau, wie das jetzt hier abläuft. Das finde ich ein bisschen schade. Ist der, der oben steht, der auch spielt?
Hanley Ramirez, Mitch Moreland. Ah, beide schon über 30. First Base ist auch noch so ein Ding, wo wir vielleicht nochmal irgendwann mal nach... aber ist nicht so wichtig. First Base kann jeder spielen. Pedroia. Genau. Brokocha ist egal. Sandoval. So. Wie kriege ich den... Nee, das ist ja, wir sortieren hier gerade nach Dings, nach League. Das ist ja totaler Schwachsinn. Upsa. Jetzt war ich bei den Yankees gelandet. Ist ja eklig. Wie kriege ich den? Jetzt als Starter eingestellt. Manage Roster. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil im Lineup schon drin ist, sollte es doch automatisch klappen. Ne? Das ist nur das 40-Mann-Roster. Egal, so. Also, den ersten Trade haben wir gemacht oder die ersten Trades. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Habt ihr da auch so, ja, ähnliches im Sinn wie ich? Also ruhig mal hier. Oh, GM Goals. Win Division. C als GM-Rating und die World Series gewinnen. Na dann, ist ja alles tutti. Achso, die Sponsorships kann man noch eingeben, ne? Weil ich habe ja hier so ein Sponsorship-Ding. Leider nur einen. Ja, das gibt 2500 per Hit. Frag mich nicht, 2500 was? Ich weiß es nicht. Geld? Da lassen wir uns überraschen. Ich habe eigentlich so gut wie, vor zig Jahren habe ich mal GM-Modus gespielt und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich werde noch ein bisschen in die Optionen fummeln, Quick-Count stellen und dann seht ihr in der nächsten Folge mit unserem neuen Kader, so hoffe ich, Chris Sale wird als Starting-Pitcher anfangen, seht ihr dann schon auch direkt das erste Spiel. Ich bin gespannt. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Trades haltet und schreibt, ob ihr noch irgendwie ja, euch vorstellen könntet, dass wir auf der First Base nochmal tätig werden. Wollen wir diesen Kurs beibehalten, dass wir auf Talente gehen oder ja, was denkt ihr? Auf eure Meinung bin ich sehr gespannt. Und ansonsten hören und sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bleibt am Ball, macht's gut. Tschüss. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gordy LP.